Ey, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu der nächsten Episode Uncharted 4. Ich bin's euer Fusion. Letztes Mal haben wir genau hier aufgehört. Wir sind beim See angelangt und ja, Freunde, letztes Mal ging es richtig ab. Da hatten wir die Verfolgungsjagd. Wir haben Sam noch gerettet und am Schluss haben wir einfach mit Nathan, Sam und Sullivan Elena getroffen. Ja, Freunde. Das war einfach Gänsehaut pur, als Elena einfach enttäuscht von Nathan war. Er sie angelogen hat und ja, leider ist jetzt Sally nicht bei uns. Und an dieser Stelle machen wir jetzt weiter, Freunde. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Lasst jetzt schon ein Like da, lasst ein Abo da und let's go. Naja, vielleicht ist Libertalia ja eher sowas wie eine kleine Hütte am Strand. Ja. Ja, vielleicht ja ein Baumhaus. Oder Avery hatte sein Vermögen für die Schatzsuche verbraucht und nichts mehr übrig, um Libertalia tatsächlich zu bauen. Ja. Hey, was, wenn er wirklich pleite war? Sollten wir uns beide lieber ein Versteck suchen? Ja, Freunde, ich glaube, es geht. Von der ihren Schatzsuche durch die ganze Welt mal abgesehen, hatte Avery die richtige Idee. Und zwar, er lebte nach seinen eigenen Regeln, er reiste die Welt. Sein Glück auf seine Art. Ja. Klar. Ich glaube, es geht jetzt auf diese Insel hier. So, steigen wir mal aus. Eine kleine Erfrischung. Und let's go. Hört sich gut an. Okay. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt den Schatz finden. Ob es so leicht wird. Oder. Vorräte von der früheren Expedition. Hm. Okay, was hast du da? Was? Okay. So. Ich glaube. Ja, ist einfach von der Dings. Ja. Ich vermute gerade irgendwas, aber. Ja, nun. Heilige Scheiße, Sam. Das hat Bernds Enkel geschrieben. Ja, klingt logisch. Das Kreuz in Panama war hohl. Er muss den gleichen Hinweisen gefolgt sein. Auf jeden Fall lese ich das schon nach der Episode. Also, ich werde es beim Schneiden lesen. Keine Sorge, Jungs. Ihr könnt es auch lesen, wenn ihr wollt. Aber ich glaube, ist nicht so gerade so wichtig. Okay, jetzt habe ich nichts gefunden hier. Können wir da hoch? Ich schaue mich mal besser um. Ich habe safe was übersehen. Nee. Ja, wie schon gesagt, letzte Folge war einfach krass, Mann. Ich glaube sogar, das ist die beste Folge bis jetzt. War die beste Folge. Und ja, war einfach krass. So, leider nichts gefunden. Gehen wir mal zum Boot. Komm schon, wir legen ab. Ja, ich komme. Da gab es nichts. Wir stehen hier endlich an der Schwelle zu etwas wirklich Großem. Ich finde ebenso große Aufregung wie Panik. Weißt du, wovon ich rede? Oh ja. Meint ihr, da ist etwas? Ich schau mal schnell. Nathan, da drüben, ein Schiff! Ja, wollte ich gerade sagen, ist es ein Schiff? Bremsen. Arschbombe. Okay, doch nicht. Marco. Marco, was? Geht so. Ja, moin, er geht einfach nicht hoch.
Marco. Wer ist Marco? Vergiss es. Neuen Tagebucheintrag haben wir. Versunkenes Schiff. Wir sind definitiv am richtigen Ort. Oder wir sind beide am falschen Ort. Ich warte nicht ausdrücken. So. Gehen wir mal zurück und untersuchen das Schiff. Können wir tauchen? Ja. Okay. Ein versunkenes Schiff. Die Titanic. Ein Schatz haben wir hier, einen kleinen Schatz. Oh mein Gott, unser Luft. Ey, wir sterben. Also, ja, Schätze. Muss schon schauen. Wo ist denn das? Ich glaube. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe es verpasst. Juch, das war's, Combat, Freunde. Gehen wir mal nochmal runter und untersuchen mal, ist richtig. Digga, ist. Ich dachte schon Gold, ne? Okay, es gibt nichts mehr. Ja, gehen wir mal hoch. Ja, da ist glaube ich nichts mehr, Leute. Gehen wir mal zum Sam zurück. Mal schauen, was er so antreibt. Boah, sieht schon krass aus, ne? So ein richtig geiler Ferienort ist das. Boah. Digga, der bockt. Ja, warte doch. Der fährt einfach weiter. Ja, moin. Hey, hast du was gefunden? Ja, Mogulschätze im Wert von 400 Millionen. Hahaha, witzig. Das war nicht lustig. Gehen wir weiter. Okay. Ist das... Ja. Ich bin echt mal gespannt, wo es weitergeht. Da sehe ich schon mal sozusagen einen Tunnel. Vielleicht ist es der richtige Weg. Hoppla. Ey, die Fahrkünstler, ne? Okay. Da oben. Ja, hier gibt es auch einen Weg. Das ist eindeutig von Menschen gemacht. Von Piraten gemacht. Okay, von Piraten gemacht. Sieht wie ein Turm aus. Finden wir einen Weg zum Turm. Ja. Na, ist sogar ein Turm, lol. Da gibt es eine Treppe. Müssen wir nicht hochklettern oder so, perfekt. Ganz easy. Gehen wir mal hoch. Erkundigen es. Okay. Ah. Ich dachte schon, wir sind da. Ein alter Aussichtsturm. Da sind wir schon. Okay, da gibt es nichts. Okay, gehen wir mal hoch. Auf. Mhm, ganz easy. Aus dem Fenster vielleicht? Nee.
Jetzt glaube ich mal aus dem Fenster. Ja. Perfekt. Wo warte. Ja, lass es los. Kann man ja loslassen. Und zwar habe ich hier etwas gesehen. Das sieht doch gut aus. Ein Symbol. Also Nathan kann malen. Sparren. Pfeil. Ein Kompasspfeil. Oh. Woher hast du das gewusst? Na, was habe ich denn von dir gelernt? Überall draufdrücken. Boah, was ein Ausblick. Genau. Das ist das gleiche Symbol. Ein Pfeil. Finden wir raus, wo er hinzeigt, hm? Ach so, jetzt verstehe ich. Komm, das Boot ist gleich da unten. Yep. So, müssen wir jetzt alles wieder runtergehen. Ey, Digga. Oh Gott. Nathan! Digga, ich war doch drauf. Lol. Dann halt nicht. Ich glaube, die Pfeile zeigen ihn wohin, wo wir halt gehen müssen. Ich bin mal gespannt, wo es als nächstes hingeht. Sie runter. Okay, er hat es überlebt, perfekt. Es zeigt auf jeden Fall Richtung da. Sam? Wo ist Sam? Schauen wir, wo die Pfeile und ah, da ist er. Es zeigt auf jeden Fall in diese Richtung. Okay, das zeigt in diese Richtung. Nee, da hier nicht. Hier gibt es einen Pfeil, also müssen wir... Komisch. Der zeigt in dieser Richtung. Ah, im Wasser gibt es auch Paare. Das zeigt auf jeden Fall Richtung hier. Oder? Nee. Ich hab mal Bock, ins Wasser zu springen. Geil. Auf jeden Fall meist der falsche Weg, also müssen wir zurückgehen. Und ich denke mal. Ich denke mal, ist hier irgendwo. Warte mal, ich steig mal hier aus. Vielleicht sagt er dann etwas. Ne, ich will keinen Hinweis. D.
Der zeigt in diese Richtung. Gehen wir mal da lang. Boah, Digga. Und der zeigt Richtung dort. Also waren wir doch richtig. Aber ich check gleich. Hä? Ich sehe noch einen Pfeil. Und der zeigt nach links. Digga, ich. Das ist vielleicht noch ein Pfeil? Vielleicht. Nee. Wahrscheinlich da oben. Schau mal schnell. Also das sollte eigentlich der Weg sein. Wenn ich mich nicht täusche. Hat etwas, ein Schatz. Persischer Leder-Notizbuchumschlag. Okay. Aber hier geht es auch nicht weiter. Digga, eine Arschbombe, sagst du? Komm. Ja, Mann. Okay, da geht es anscheinend nicht weiter. Lass mal an mich fahren, Sam. Die Frage ist halt nur, wo lang? Wie sieht das Tor? Das Zeichen. Ja. Also das ist echt ein Geheimtunnel. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Kommen wir da hoch? Gute Frage. Wahrscheinlich dort. Warte mal, ich muss mein Boot ein bisschen schieben. Damit ich da hochkomme. Warte mal, so. Was los? Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Was? Klippe hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt? Klar. Also ich find's verdammt cool. Digga, wo geht es jetzt weiter, Mann? Wahrscheinlich. Ah, das ist ein Seil. Achso, jetzt verstehe ich. Och nee. Jetzt wieder alles raufgehen. Oh mein Gott. Ich dachte, er schafft es noch. Sam, auf was wartest du? Vielleicht hier? Okay, ja. Wir sind wieder im Geschäft. Okay, das, was ich probiert habe, war echt zu weit. Digga. Oh, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für ihn, was? Na, er hatte das Geld. Der kann, stimmt's?
Boah, die Natur, ey. Geil. Einfach nur geil. Ich glaube hier unten, oder? Okay, ist ein Schatz. Bronzene Dekan-Schnabelschale. Dekan, okay. Cool. Ob es 400 Millionen wert ist? Ich glaube nicht. Okay, war anscheinend der falsche Weg. Oh, Sam. Sam wartet schon auf uns und wir sind einfach von hier gegangen. Ja, moin. Ich glaube, er ist so gesprungen, oder? Ja. So. Das müssen wir, glaube ich, sprengen. Der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Wir müssen einen Weg herumfinden. Da sehe ich schon mal einen Weg, ja? Okay, das kann man hochheben. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Müssen wir jetzt spammen? Ja. Komm durch. Boah, Digga, die beiden sind einfach perfektes Tag-Team, ne? Ziemlich viel heben und kriechen, was? Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Ja. Und viel klettern. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Wo hält man die Vögel? Keine Ahnung. Einfach geil. Wie haben sie das wohl gebaut? Gute Frage. Da sehe ich schon mal einen Leiter. Da kann man einen Räuberleiter machen. Na komm. Sieh dich da oben gut um. Gemacht. Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Sam! Bist du okay? Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Ja, wenigstens sind wir schon hoch. Dank Sam. Sam, was entdeckt? Aber Sam, da sehe ich den Weg. Bist du noch da? Gott verdammt. Ich hoffe. Der Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Aber ja. Auf der anderen Seite ist niemand hier, den ich Idiot nennen kann. Ist auch. Ist. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Ist echt so, ne? Okay, dann spring rüber. Die ist weg. Sein bester Freund war weg. Alles in Ordnung? Ja, alles prima. Gehen wir beziehungsweise weiter. Ist weg. Okay. Geht's hier lang? Nee. Oder? Nee, doch nicht. Ja, hier wollte ich lang. Kam aber nicht durch. Ja, hast du gut erkannt. Schöne Aussicht. Ja, Mann. Ey, Jungs. Du hast mich nicht gehört? Mann, vorhin. Ich hab dich gerufen. Nichts gehört. Wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja, los. Jungs, schon krass, ne? Die Aussicht. Wann geht es jetzt?
Ich glaube mal nicht hier. Okay, da sehe ich schon mal einen Weg, obwohl. Da können wir gleich runter. Perfekt. Und ist da was? Einen Moment! Sam! Zwecklos, Sackgasse! Okay, dann also wieder zurück! Also müssen wir alles wieder zurück. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Ja, aber wie? Wie ist die Frage? So eigentlich. Ich glaube, wir sind an einen Punkt angelangt, wo es schwierig wird, den Weg zu finden. Obwohl? Nee, doch nicht. Guck mal hier. Ah ja. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Perfekt, Leute. Und da können wir hoch. Ich komme. Also war es ein Zufall, ne? Okay, da gibt's auch ein Seil. Mir hochgetan. Nein, 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 nein. Oh Gott, Nathan. Ja, moin. Ich dachte, er springt jetzt hoch. Das war's komplett, Jungs. So. Digga, wirf das jetzt. Endlich. So, ich hoffe, ja. Wie geht's dir? Wie es mir geht? Ziemlich scheiße eigentlich für Nathan. Sam, hier rein! Okay, wir sind gut. Wir waren noch auf dem richtigen Weg. Okay, der falsche Weg. Das ist tief. Ja, ist echt so. Digga. So, da ist der nächste Turm. Da müssen wir anscheinend jetzt hoch. Eine gute Frage, Sam. Das Ding ist halt nur, hier geht's nicht weiter. Also müssen wir anscheinend, glaube ich, so hoch. Richtig. Damals im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Jetzt heißt es wohl abwärts. Ja. Boah, das ist geil. Das feiere ich. Werde runtersliden. Geil. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal. Was war die größte? Ja. Erzähl ich. Hey. Digga, das sieht geil aus. Sam, komm hier herum.
Scheiße! Kommst du klar? Jawohl! Ja! Kinder, Jungs, wir sind beim Paradies angekommen. Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Ja, Mann. Alles schimmelig. Was gibt's hier? Unter Wasser gibt es auch nichts. Digga, was sieht aus wie Blut? Lol. Blaupausen, okay. Braunpausen. Was ist das? Schau dir das Diorama an. Sieht wie eine Stadtstraße aus. Glaubst du, die haben das alles gebaut? Bei diesen Kerlen schwer zu sagen. Ein Tagebucheintrag. Am größten und kunstvollsten Rathaus schaut's aus. Unterkunft im Stil einer Wohngemeinschaft. Kleine Gebäude, Zimmer für Diener, einzelne Häuser. Man weiß es nicht. So, und da ist etwas. Untersuchen wir mal. Das ist echt gut gemacht. Ja, sieht geil aus. So, da gibt es auch einen Weg, beziehungsweise ist eingeschlossen. Aber hier sehe ich noch einen Weg und ich glaube, es geht hier weiter. Da sehe ich schon mal etwas. Da gibt es hier nur diesen Weg. Ah, müssen wir da aufstehen. Ist das kaputt oder so? Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Ja, let's go. Ist das schwer. Im Moment denke ich hier an meinen Rücken. Geil. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Digga, was ist das denn? Und das sieht mir aus wie ein Rätsel. Mal sehen, was passiert. Echt keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich hab echt keine Ahnung, Jungs. Es muss passen anscheinend. Was ist das? Keine Ahnung.
Jungs, das wird das schwerste Rätsel, was ich je machen werde. Vielleicht im Tagebuch etwas, ey. Nicht schlagen, Mann. Okay. Auch nichts, ne. Schau mich mal da um. Bringen wir das zu Ende, ja? Vielleicht muss man sich etwas anschauen. Okay. Hier gibt es mal nichts. Gehen wir vielleicht darauf? Nee. Jungs, bin echt überfordert gerade. Okay, von da sind wir gekommen. Zeig zu. Ich glaube, ich werde jetzt einen Hinweis brauchen, weil ich habe echt keine Ahnung, was es soll. Ich probiere mal irgendetwas aus. Ich habe keine Ahnung. Okay, der geht auf. Lol. Warte mal. Jetzt check ich, glaube ich. Irgendwie so. Auch nicht. Okay, nur die unteren bewegen sich. Das ist mal etwas. Ich habe echt keine Ahnung. Ach so, okay. Jetzt haben wir den gleichen Zeichen. Schon mal. Das Ding ist halt, wenn wir jetzt das alles verschieben, dann verschiebt sich das auch. Das da. Das ist echt kacke, Mann. Können wir den irgendwie festnageln oder so? Nee. Digga, Sam, hilf mal, Mann.
Ich bin echt am Verzweifeln. Freunde, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das alles habe. Bitte. Ja, moin. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Al-Basra und der, den ich mir nicht merken kann. Jungs, ich hab jetzt einfach... Wer war noch gleich dieser Al-Basra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gang in Sabai. Warum verbündet er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gang in Sabai. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Okay. Der andere Kerl? Erst war er niemand. Und dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. Auf jeden Fall, ich hab das Halbmond... Da wo das halbe Licht war geschoben und das halt da war, wo das Zeichen war. Nur das gemacht und ja. Anscheinend ist das. War das richtig. Und jetzt denke ich mal. Dass wir jetzt das schieben können. Jetzt verstehe ich das Rätsel. Ach so, okay. Ja. Auf jeden Fall schieben wir das zuerst mal dahin. Ah, das ist jetzt kacke, Mann. Obwohl... Nee, doch nicht. Das schaffen wir schon. Also, es muss... Genau... So zeigen. Ja. Genau. Jetzt hab ich es raus, Freunde. Und ich hab's ohne Hinweis gemacht. Nur zur Info. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Gut, jetzt kommen die letzten. Ja, ein zweit. Ich habe einen zu weit gedreht, Freunde. Jetzt sollte es passen. Ja, ja. Ah, Scheiße. Mach jetzt es so. Ich hoffe, das passt. Ah, ein zu weit gedreht, Freunde. Du hast es. Ja, Mann. Und der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England und Thomas Doom. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha. Henry Avery. Schon seltsam. Ja. Digga, das Rätsel in Uncharted, ne? Das ist das einzige Rätsel, beziehungsweise Rätseln, die mich einfach so überfordern, Mann. Ja, das ist krass einfach. Auf jeden Fall, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Auf jeden Fall war es eine chillige Folge. Wir haben die Insel gerätselt, besichtigt, alles. Und jetzt sind wir eben hier angekommen. Wir haben alles jetzt herausgefunden, gerätselt und so weiter. Es war ein bisschen schwer, sag ich mal. Aber ich habe ohne Hinweis doch alles geschafft. Und ja, Freunde. Genau an dieser Stelle machen wir nächstes Mal weiter. Lasst schon mal ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ja. Ich bin raus, mach's gut, haut rein und ciao.